Wir haben 100 Gramm Reis und der Reis nimmt dreifache Menge an Wasser auf, also brauchen wir 300 Milliliter Flüssigkeit. Wir nehmen Geflügel vor, weil das ja wirklich das Rezept für ganz Faule ist, wiegen wir das uns ab, die 300 Milliliter hier drauf, machen das auf Stufe 1, machen Deckel drauf und so bleibt es jetzt 20 Minuten da drin stehen. Vielleicht einmal noch kurz rühren, damit auch sich nichts am Boden ansetzt. Und jetzt lassen wir den Timer 20 Minuten später. Bip, bip, bip. So, 20 Minuten später, gucken wir da mal rein. Hui. So, und jetzt natürlich, was darf beim Risotto nicht fehlen, ein bisschen Parmesan. Eine Person, zwei gute Hände. Ich stehe auf Parmesan, also nochmal drei. Eigentlich ist ja jetzt genug Fett dabei schon, aber wir machen trotzdem noch einen kleinen Klecks Butter, weil die Butter, die bindet das nochmal ein bisschen ab.